Die erste Frage habe ich gestellt, die Antwort war die Aussage.
kann ich das natürlich vorher jetzt nicht weiter nachschauen. Die zweite Frage, die ich stelle, stehe jetzt deshalb, weil erst wenn Sie meine Frage fertig formuliert habe, kann ich nicht übersetzen. Aber die zweite Frage ist, es hat am Tag des Sportes gegeben und da hat es ein Buffet gegeben am Nachmittag. Das Buffet wurde von der Gemeinde oder wurde vom Grundhaus bereitgestellt und von der Gemeinde bezahlt. Meine Frage ist, wie hoch waren die Kosten dafür und wo wurde das beschlossen? Weil zum Unterschied bei der Volksschule wurde das im Gemeinderat beschlossen und von da weiß ich eigentlich jetzt nichts, ob das so beschlossen worden ist. Ich sage mal, die Antwort jetzt die zweite Frage noch einmal. Wofür macht es das ist jetzt schon die dritte Frage, ist nicht beantwortet, damit wir da zur Ruhe kommen. Wenn du dich kundig gemacht hättest, was im Voranschlag drinnen steckt, dann würdest du ersehen können, dass im Voranschlag für diese Position die Kosten bereits vorgesehen waren. Und in dem Sinne ist die Frage ausreichend beantwortet. Das heißt, wir haben so den einen Voranschlag und einen Nachtragsvoranschlag gemacht, den nächsten Voranschlag, der für das Jahr 2014 steht. So, meine Frage, wurde nicht beantwortet. Ja, wo waren die Kosten, die das Kronhaus dafür erhalten hat? Ich weise dich jetzt darauf hin, dass du bitte jetzt nichts mehr zu sagen hast, weil deine zwei Fragen gestellt wurden. Das ist in der Gemeindeordnung so vorgesehen. Ja. Ansonsten ich dir das Wort ins Herr los machen. Also es wurde also die zweite Frage auch nicht ausreichend beantwortet. Dankeschön. So, weitere Fragen bitte. Die noch offenen Fragen vom letzten Mal? Ja, zu denen kommen wir. Okay. Gibt es keine weiteren Fragen? Ja. Keine. Gut, dann kommen wir zu den offenen Fragen. Der Herr Hilmreich ergänzt, es sei ein Wahlkampfbroschüren zur Europawahl verteilt worden und war für mich nicht mehr nachvollziehbar. Ja, da vergisst der Rechenschneider, das wissen wir. Mir war schon nachvollziehbar, ich habe meine Fotos angeschaut, die auch rein im Wahlraum gesehen, und zwar ist das auf dem weißen Plakat, was für die Kinderbetreuung war, so das ÖVP-Logo aufgemalt worden. Nach genauen Beurteilungen habe ich daran erkannt, dass es die Tochter von Herrn Hellenreich war. Aha, interessant, das ist gut. Das heißt, ihr habt Vorwerbung bitte. Also ÖVP, die Bundesnachstellung. Okay, gut. Ja. Danke. Dann war es wahrscheinlich das. Seid ihr Geheimdienstler oder was? Ich habe keine Wahlwerbung betrieben. Deine Anspruch über keine Wahlwerbung. Nein, das war nichts. Du vergisst in 2 Minuten alles. Wir hoffen, die Rechte als Kosten, Gebühren und Strafzahlungen für die Gemeinde erst noch verloren haben, bewahrten trotzdem beschrieben, weil es im Prinzip der Datenschutz ist, eine gute Seite. Es gibt keine privaten Rechtsstreitereien. Das ist konstruiert bei der Woche. Gut, jetzt ist ja der größte Teil. Aber Eingang in die Tagesordnung gibt es ein paar Erweiterungspunkte, die das war noch nicht. Den Vorstand schon betroffen sind. Aber wir lassen fragen lassen, bitte. Da ist noch eine Frage. Ich habe mich in die Fahrfahrung gehabt. Ja, dann du hast mich vergessen, bitte. Schau das Protokoll an, bitte. Die erste Frage von zur ersten Frage vom zweiten Vizebürgermeister Hellenreich, ob für die 140.000 Euro Bedarfsmittel für die Volksschule Lehrbuch eine schriftliche Bestätigung des Namens vorliegt. Teilt der Bürgermeister mit, dass er da die Buchhaltung nicht zu 100% besetzt gewesen sei, diese Information noch nicht einholen konnte, wenn die Frage aber das nächste Mal beantwortet. Das war in welcher Sitzung? Du vergisst ja so schnell, das ist ja das Projekt, was wir haben. Ja, ich werde jetzt auch noch das nächste Mal beantworten. Also, niemand, wie oft wir lang gefahren, bis nächste Mal kriegst du die Frage beantwortet. Ich erzähle mich nicht, ich sage mal, mein Personal hat sich darum gekümmert. Ja, aber du vergisst das immer, du bist verantwortlich. Ja, aber du vergisst jede Frage, jedes Mal. Tun wir bitte nicht persönlich werden. Ja, ich bin wie das auch, wenn du so bist. Wir achten einander einfach. Nein, das kann man nicht verkehren. Das ist nicht in Ordnung, dass man auch unterbrechen geht. So, bitte gibt es noch etwas? Ja, nichts mehr. Gut, bevor Eingang in die Tagesordnung, wie gesagt, das ist auch schon besprochen worden in der Vorstandssitzung. Diese Erweiterungspunkte im öffentlichen Bereich, das wäre noch ein Tagesordnungspunkt 3, ich werde das aus. Bitte geht es weiter. So, jetzt dann die Zustimmungserklärung zur grundsätzlichen Durchführung des Teilungsplans. Die Planungsschreiber Christian Wittfahrt vom 9.01.2013 einleitende Dienstbezeichnung im laufenden Rahmen. Wenn Sie damit einverstanden sind, bitte ich mal Zeit der Zustimmung. Dann haben wir was mal. Gegenstimmen. Gut, es gibt keine Antwort. Habt ihr jetzt mitgestimmt oder habt ihr gegenstimmt?
Ja. Bitteschön, danke. Gut, für den nicht öffentlichen Teil gibt es 1, 2, 3, 4, 5, 6 personelle Angelegenheiten. Wenn Sie damit einverstanden seid, dass wir die aufnehmen, den nicht öffentlichen Teil ein bisschen mehr Zeichen der Zustimmung. Danke, einstimmig. Gut. Dann werden wir schon im ersten Tagesordnungspunkt die Genehmigung unter fertigen Besitzungsprotokolls vom 28.04. und vom 12.05.2014. Das hat da Einwendungen gegeben. Ich glaube, jetzt an die Leinwand hin. Was ich gesehen habe, sind ja auch den anderen oder einigen Gemeinderatsmitgliedern auch ergangen. Sorry gelesen. Bernhard? Ja. Sorry gelesen. Gut, ich stelle den Antrag, die vom 2.4. aus der Hellenreich beantragte Änderung zum Protokoll vom 28.04.2014 nicht aufzunehmen. Wenn Sie damit einverstanden sind, bitte um eine Zustimmung. Danke, Gegenstimmung. Gut, ich stelle den Antrag, das Protokoll vom 28.04.2014 in der vorliegenden Form zu beschließen. Wenn Sie damit einverstanden sind, bitte erzählen Sie mit der Hand. Gegenstimmen? Danke. Gut, wir kommen zu weiteren Einwendungen vom 12.05.2014. Das war schon. Ja. Gut, ich stelle den Antrag, die vom 2.4. Bürgermeister Hellenreich beantragte Änderung zum Protokoll vom 12.5. nicht aufzunehmen. Wenn Sie damit einverstanden sind, bitte um eine Zustimmung. Gegenstimmen? Okay. Ich stelle den Antrag, das Protokoll vom 12.5. in der vorliegenden Form zu beschließen. Wenn Sie damit einverstanden sind, bitte um eine Zustimmung. Gegenstimmen? Danke. Okay. Ich darf die Schriftführer zu mir bitten, das Protokoll zu unterzeichnen. Dann kommen wir zum eigentlichen Thema, warum die Gemeinderatssitzung kurzfristig einberufen werden hat müssen. Es geht darum, dass der Verbrauch zwischen Land Steiermark, der Firma Spar und der Gemeinde vom Land Steiermark noch mit geringfügigen Änderungen gesetzt worden ist. Aus dem Grund ist es notwendig, dass wir den Vertrag noch einmal beschließen. Wir haben uns den Amtsleiter gebeten, dass er die wesentlichen Unterschiede noch einmal erläutert. Und ich werde sie jetzt aber auch ersehen.
auf der Leinwand, wo er dargelegt hat, um was es geht. Also im Wesentlichen ist es einfach genauer ausformuliert worden vom Land Steiermark. Die Höhe, die Beträge, so wie sie vorher festgesetzt worden sind, haben sich nicht verändert. Da ist es mehr um ein paar Feinheiten gegangen, was jetzt die Zahlungsmodalitäten anlangt. Und ja, was ist es im Wesentlichen? Und wer für die einzelnen Bereiche im Deutungsbereich noch zuständig ist. Das sollte das Land Steiermark noch einmal klar definiert haben. Und dadurch, dass es eben diese Änderungen, gegenwärtigen Änderungen gegeben hat, dass wir diesen Vertrag neu beschließen. Das ist ein Vorstand, das ist natürlich ja schon durchgesprochen worden. Wer unterschreibt den Vertrag? Den Vertrag unterzeichnet das Land Steiermark, die Firma Spar, dann Vizebürgermeister, Bürgermeister und zwei Gemeinderatsmitglieder. Und wieso keiner von der Opposition? Vorschläge. Und sonst oppositionsmäßig braucht keiner unterschreiben. Oder darf keiner. Muss man dann eigentlich abstimmen? Also, du musst nicht abstimmen, unterschreiben. Und Sie alle hier, alle nicht abstimmen, oder? Ja. Entschuldige, wenn Sie das eh an einem Post wollen, nicht abstimmen. Nein, ist ehrlich, was müssten wir jetzt wirklich abstimmen? Kein Vorstandsmitglied ist dabei von uns. Und da brauche ich nicht abstimmen. Also, was macht die Gemeinde an CZB, dass wir uns viel Zeit ersparen? Ja, wenn du sagst, lieber Peter, kannst du mir unterschreiben? Jetzt ist spät. Was ist spät? Du hast es schon bestimmt, deine Leute. Wir müssen jetzt zuerst einmal beschließen und dann nehmen wir Bestimmung auf. Das ist ja nichts fix. Ach so. Das ist jetzt der Unterschied zwischen dem, was wir das letzte Mal beschlossen haben und jetzt, außer dieser Formulierung, die gegeben worden ist. Was hast du oben stehen? Der Vertrag ist zur Einsichtnahme aufgelegt. Ich kann mich nicht erinnern, dass jemand gekommen wäre. Aber ich sage mal, in der Vorstandssitzung ist ja jemand da gewesen. Und ich habe nicht lange gekommen, aber leider habe ich diesen Vorstand aus Freitag alle ausgeführt worden. Ja, ich muss auch sagen, ich war jetzt 10 Tage Müller, ich war nicht da. Und die andere ist auch da, war es mir leider kurzfristig nicht möglich, das anzuschauen. Also, es ist kein Problem. Nein, ich möchte das nur vorher mal durchlesen können. Und heute wäre es sowieso nicht gekommen, am letzten Tag nicht besonders. Du kannst gerne jetzt über die Gemeinde was anschauen. Ja. Und Volkspark sind Sie Gemeinde und alle darüber hinausgehenden Kosten ist auch relativ schwammig, oder? Das ist aber beim letzten Mal schon entstanden. Da hat sich nichts verändert in diesen Dingen. Das heißt, die Kostentragung als solches ist gleich geblieben zwischen Spar und Gemeinde. Und im Wesentlichen hat es nur mehr klare Ausformulierungen gegeben. Und jetzt keinen Nachteil jetzt für die Gemeinde. Schneeräumung, das macht das Land was? Auf der Landesstraße macht das Land korrekt. Die Pflege vom Kreisverkehr? Pflege vom Kreisverkehr, das ist ein Thema, das wird uns erbringen, was auch ein Vorteil ist, wenn wir den Kreisverkehr unter Umständen noch dann unsere Firma dann wieder einbinden können im Ort, wenn wir ein Geschäft zukommen lassen können. Das ist
Es hat ein Treffen gegeben, aber auch noch mit der, das ist kurz aufpassen, mit der Frau Dr. Altenkofer. Die Dame ist von der Rechtsabteilung im Land Steiermark. Und es sind auch ein paar Dinge vereinbart worden, die jetzt der medizinische Verbrauchs diesen Punkt aufsehen, die man spart, die noch Dinge haben möchte, die sind jetzt im Vertrag da, die sind Dinge oder Vorstellungen. Der Punkt 5 zum Beispiel, also 3 auf der Seite 7, da steht es statt 3 Tagen, da steht 3 Tage Finanz statt 5 Tage. Man hat sich ausbedungen, dass man unbedingt 5 Tage haben möchte, weil dann wenn man dann mehr Zeit hat, um die Rechnungen zu prüfen. Und ist nur zugunsten von der Gemeinde. Und der andere Teil. Und der Punkt 2 betrifft einfach nur ein falsches Datum, was oben ist. Und das wollten wir einfach der Ordnungsfrage halt genau oben haben. Und Punkt 1 betrifft den Bezahlungsverkehr, den wir nur ausgeführt haben, wie das einfach gemeint ist. Das ist im Wesentlichen Vertrag, so wie es da drinnen steht, und entspricht dem Vertrag. Wenn Sie damit einverstanden seid, soll ich den Antrag der Gemeinderat möge den vorliegenden Vertrag GZVG-SV03-5-2013-58 zwischen dem Land Steiermark einerseits sowie der Marke Nobili Boch und der Spar Österreichische Waren Handelsaktiengesellschaft andererseits über die Errichtung, Erhaltung und Finanzierung des neuen Kreisverkehrsplatzes auf der B70 Baggerstraße im Erzgebiet von Wiebach zwischen ca. Kilometer 14,704 und Kilometer 14,820 beschließen. Zusätzlich zum Vertrag möge der vorliegende Ergänzung zum Vertrag vom 14.07.2014 sowie jetzt da aufgezeigt wurde, was ich nur sagen, genehmigt werden. Gleichzeitig wird der Gemeinderatsbeschluss vom 12.05. sowie vom letzten Mal gestoßen worden ist, unter Tagesordnungspunkt 5a aufgehoben. Wenn Sie damit einverstanden sind, dann bitte ich um eine Zustimmung. Zustimmung. Okay, einstimmig. Auf den nächsten Tagesordnungspunkt. Den haben wir auch schon mal auf der Tagesordnung gehabt. Was das ist? Und zwar jetzt mal eine Zustimmungserklärung zur grundlegenden Durchführung. Die haben wir doch in die Folie oben, wo das ist. Und zwar sind wir da, fast schon so. Da ist das mit Gästenhaus, da ist die Veranstaltungshalle, da ist das betreute Wohnen und da sind Wohnungen, Mieterwohnungen, erinnert von der Enstaller, das sind zwei bestehenden Blöcke von der Enstaller, Mieterwohnungen, und da geht es um zwei Grundstücks. Bleiben wir mal so. Da geht es um zwei Grundstücksflächen für je 5 Quadratmeter. Wie man da sieht, da geht es darum, dass auf der einen Seite wird es weggenommen, daher wird es weggenommen und da unten wird es dazugegeben. Dadurch, dass wir ein Servitut darauf haben, auf diesem Grundstück, ist es notwendig, dass wir ihm die Zustimmung geben zu dem Ganzen. Und wir, sagen wir mal,
verlieren in dem Sinne jetzt nicht unser Recht, heute über dieses Grundstück, diese Betriebsmäßigkeit noch dann rüber zu fahren, weil wir ja sowieso die Straße außen haben, die ins öffentliche Gut übernommen worden ist, hast du die andere Folie auch? Das heißt also, das ist die Parkaußen, die Verlängerung, das heißt, da sind jetzt die bestehenden Blöcke von der Enstaller und wir haben ja sowieso den Zugang auch über den öffentlichen Weg zu unserem Grundstück, der oberhalb von der Enstaller liegt. Und der Vorschlag ist folgender. Der Herr Minister Michael Preis, Notarin Wissen, hat damals die Bildungsgenossenschaft Enter aus Österreich angesucht, die Zustimmung zur punktgültigen Durchführung des Leitungsplans des Herrn Christian, die Wohnstadt Christian Wiebfahrt, GZ 1446 durch 12 vom 9.01.2013, Eintragung der Dienstbarkeit im laufenden Rang zu erteilen. Durchgeführt werden soll Abschreibung des Trennstücks 1 im Ausmaß von 5 Quadratmetern aus GZ 2573 von Grundstücksnummer 1179-1. Und Zuschreibung in die EZ 2326 und Abschreibung des Trennstücks 2 im Ausmaß von 5 Quadratmeter aus EZ 2326 und Grundstücksnummer 1179 durch 2 und Zuschreibung in die EZ 2573 und der Eintragung der Dienstbarkeiten CL Nummer 2a und 4a aus EZ 2573, CL Nummer 5a und 7a aus EZ 2326 im laufenden Rang. Das würde bedeuten, dass die betroffenen Dienstbarkeiten aus den gegenständlichen EZ-Einlagezahlen jeweils in der anderen EZ hinterangereiht werden. Nach Erkundigung beim Bezirksgericht Graz Ost, dem zuständigen Rechtspfleger, hat uns dieser geraten, der lastenfreien Abschreibung der gegenständlichen Flächen in Bezug auf die Grenzstücke 1 und 2 zuzustimmen, weil die Servitutsfläche nicht berührt wird. Mit der Mitübertragung der gegenständlichen Dienstbarkeiten würde sich der Grundbuchszustand nur unnötig erweitern und bei der lastenfreien Abschreibung der Grenzstücke werden die Dienstbarkeiten nicht mitübertragen. Durch die lastenfreie Abschreibung der Grenzstücke 1 und 2 wird die Servitutsfläche nicht berührt. Sie beide in der Lageplan, wie wir es gesehen haben. Und ich stelle daher den Antrag, dass die Abschreibung der Grenzstücke 1 und 2 jeweils in Ausmaß von 5 Quadratmeter lastenfrei erfolgt. Gemäß Freilassungserklärung des Notars Magister Preis. Wenn Sie damit einverstanden sind, dann bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Danke. Gut. Somit befinden wir uns im nicht öffentlichen Teil. Du darfst ein Faustbild. Ich bin schon unterwegs, ja.